Mein Name ist Robert Franz und um die Probleme der Menschheit zu lösen, muss man manchmal vielleicht die Erde verlassen. Vom All aus sieht man, was der Planet Erde für Probleme hat. Und deshalb werde ich mich heute in die Lüfte schwingen, damit ich ein Problem der Menschen löse. Und zwar, 33 Millionen Deutsche haben im Magen ein Helicobacter pylori-Bakterium, was eigentlich Unwohlsein, Magenschmerzen, Magendrücken, Magengeschwüre bis zu Magentumore verursacht. Die Medizin probiert mit Antibiotika zu therapieren, funktioniert aber nicht. Warum? Weil die ganze Darmflora eigentlich zerstört wird und weil die Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, richtig Probleme haben. Deshalb sage ich ab jetzt, ab in die Lüfte, ich werde die Lösung finden und ich melde mich nachher. Wie versprochen, ich bin da mit der Lösung für Helicobacter pylori, was 33 Millionen Menschen in Deutschland einfach als Mitbewohner in ihren Magen haben, in ihren Speiseröhre. Das ist meine Lösung, experimentiert, mit Studien belegt. Das heißt Lactobacillus reuteri. Es ist eine Milchsäure, die imstande ist, einfach Helicobacter pylori zu binden, nicht zu zerstören. Und es wird gebunden und verlässt durch den Stuhlgang unseren Körper. Dadurch kann sich die Magenschleimhaut beruhigen. Jeden Tag bei Benutzung werden immer wieder Bakterien. Außerdem Menschen, die richtig Probleme haben, die ganz empfindlichen Magen haben, starke Magenschmerzen, am Magendrücken, können eine Kapsel auflösen in ein ganz wenig Wasser und einfach trinken, damit die Flüssigkeit mit dem Milchsäurestamm einfach über die Speiseröhre rinnt und einfach die Bakterien binden kann. Sie werden sofort nach ein, zwei Tagen Verbesserung spüren. Einfache Dosierung ist 1 bis 2 Kapseln vor den festen Mahlzeiten. Man kann mit der Zeit, wenn was ist, erhöhen. Aber ihr seht, eine ganz tolle Lösung, patentiert von Menschen. Es funktioniert, sind Studien da. Aber hat überhaupt das der Arzt gesagt? Nein. Ein Automechaniker, Robert Franz, muss Menschen aufklären. Finde ich richtig schmerzhaft für unsere Gesellschaft. Und dann wollen sie mir auch noch stoppen. Jetzt gibt es eine Anklage in Graz, wo die Ärztekammer und die Apothekerkammer Robert Franz anklagt als Konkurrent. Robert Franz, die große, starke, gute Pharma, die Menschen, jährlich 2 Millionen Menschen Grab befördert, fühlt sich bedrängt auf dem Markt von einem kleinen Bösewicht, der Automechaniker Robert Franz, der ihnen das Geschäft verdirbt, was sie nicht mehr verkaufen würden. Sie sind Milliardäre und da kommt ein kleiner Mensch, der hilft, den klagen sie wegen Wettbewerb. Wisst ihr, was ihr mich anklagen könnt? Mit eurem Wissen. Leider habt ihr es nicht. Sodass ab zu den nächsten Lösungen für die Menschheit. Ich mache mir jetzt auf den Weg. Nochmals Helicobacter pylori mit Helikopterkapsel von Robert Franz. Auf zu neuen Lösungen. Mit die Piloten machen, Brille aufsetzen, ab in die Lüfte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.